ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video wird es meinen ersten... Ich hatte vor ein paar Monaten mal ein Taste-Test-Video gemacht mit so Chips. Also das wird dann mein zweites Taste-Test-Video. Und zwar, ihr habt es bestimmt alle mitbekommen, Montana Black hat seinen eigenen Energy rausgebracht. Gönnergy. Und ich habe hier alle drei Sorten. Einmal das blaue Blueberry-Coconut-Geschmack. Dann habe ich einmal das Tropical Exotic-Geschmack. Und dann noch das rote. Raspberry Cheesecake Geschmack. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich werde heute in dem Video das Blau testen. Und die restlichen zwei, die kommen dann nochmal in zwei extra Videos. Ich wollte als erstes alles in einem Video machen. Oder ein Video machen, wo ich alle drei teste. Aber ich werde jetzt niemals alle drei Sorten auf einmal trinken. Und wenn ich jetzt alle drei öffne, dann geht die Kohlensäure raus und Energy ohne Kohlensäure, das schmeckt mir nicht. Und es soll ja schmecken. Deswegen, und da soll man ein bisschen vorsichtig sein, weil alle drei auf einmal, das ist ja auch nicht so gut fürs Herz. Deswegen, passt auch auf. Ich weiß, Energy kann sehr, sehr lecker sein, aber trinkt es bitte in Maßen und übertreibt es nicht. Deswegen wird es heute das Blaue geben. Ich habe sogar ein blaues T-Shirt, das Krümelmonster. genau. Und dann wird morgen das nächste Video kommen und übermorgen dann das dritte von dem dritten Energy. Genau. Was ist eigentlich hier los mit meinen Haaren? Eskalation. Ich habe auch noch ein Glas mit Eiswürfeln. Bisschen laut. Ich habe noch ein Glas mit Eiswürfeln. Da werde ich dann jetzt ein bisschen von probieren. Dann werden wir auch mal sehen, wie die Farbe ist. Sorry. Dann werden wir sehen, wie die Farbe ist. Und es steht ja auch auf der Verpackung, man soll es eiskalt trinken. Und deswegen, weil es ist jetzt nicht ganz kalt gekühlt. Also muss das Glas her. Eigentlich trinken die sonst immer aus Dosen. So. Ich finde die Farbe übrigens richtig schön. Das ist, ich liebe Blau. Die Farbe ist geil. Ich mach sie mal auf. Das riecht schon lecker. Scheiße. Oh, war das laut. Das Prickeln ist schon mal eine 10 von 10. Ich habe es wahrscheinlich schon gemacht, ein Foto einblenden, damit man die Dosen auch nochmal besser sieht. Und ich werde es jetzt
kommen wir mal zum Probieren. Also, der Geruch, ich finde, das riecht irgendwie voll nach Fruchtzwerge. Wie dieses Red Bull Fruchtzwerge Energy. Also, es gibt kein Fruchtzwerge Energy, aber ich sage immer, also dieses Orangene, das schmeckt irgendwie von einer Fruchtzwerge, finde ich. Und so riecht das. Ich bin mal gespannt. Sonst mehr von dem Prickeln. Also ich muss wirklich sagen, ich bin wirklich kein Fan von so Energy, was sehr, sehr süß ist. Also zum Beispiel, ich trinke nur Red Bull. Okay, Red Bull ist auch süß, aber da trinke ich auch nur den normalen. Zum Beispiel so Red Bull Wassermelone oder so, die sind mir zu süß. Sind zwar auch lecker, aber ich bleibe immer bei dem Zuckerfreien und bei dem Normalen. Das finde ich am besten. Aber das. Holy shit, das ist so lecker. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass es ultra süß schmeckt. Finde ich auch nicht. Ich meine halt generell so Getränke mit Geschmack, wenn ja viel Zucker drin ist, so wie Cola. Obwohl, naja, Cola mag ich noch, aber so wie Fanta oder Sprite oder so. Das trinke ich nicht oft. Aber ich sehe gerade, hier ist sogar gar kein Zucker drin. Davon Zucker, 0 Gramm. Zero. Nee, aber das ist echt, das, obwohl das so einen Geschmack hat, ich finde es echt lecker. Also würde ich es benoten. Von 10 Punkten würde ich auf jeden Fall eine 9 oder sogar eine 10 geben. Also wirklich so, so lecker. Das schmeckt, finde ich, so wie dieses, dieses Wassereis, dieses Blaue. Kennt ihr das, was man im Sommer immer hat? So schmeckt das. Wir brauchen nochmal den Prickelsound. Red Bull ohne Kohlensäure trinke ich auch nicht. Deswegen,
warte ich dann lieber noch bis morgen für die nächste und dann für übermorgen, dann für den dritten Teil. Genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Gönnergy schon mal ausprobiert habt und wenn ja, wie es euch schmeckt. Ich finde es wirklich, also das Blaue bis jetzt wirklich top. Ich bin auf die anderen sehr, sehr gespannt. Ja, ich denke mal, das Rote würde mir auf jeden Fall auch noch schmecken und das Gelbe Tropical Exotic. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt. Aber ja, ihr werdet es ja morgen und übermorgen erfahren. So, ihr Lieben, wir sehen uns. Dankeschön fürs Einschalten. Und vielleicht bis zum nächsten Mal.